So, moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannenden Runde 7 Days to Die mit der Warzook-Mod. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Ich habe, nachdem wir die letzte Folge beendet haben, einfach unten den Trader nochmal komplett auf den Kopf gestellt und alles zusammengesucht, ja, was da drin war. Und was soll ich sagen, wir haben Jackpot gezogen und richtig, richtig Glück gehabt. Und zwar hier mit dieser HD Mossberg 500 Schematik. Das ist eine Shotgun aus der Mod selber, ja. Das lernen wir natürlich direkt, damit ich das hier nicht irgendwie zerlege, ne. Da haben wir noch die normale Pumpgun, die legen wir mal auf Seite. Den ganzen Käse hier, den müssen wir gleich mal einräumen. Aber jetzt gucken wir erstmal. Wir wollten ja auch den Motor haben, ne. Das hier war die Gunbench, glaube ich, ne. Das heißt, wir könnten uns die jetzt bauen, wenn wir wissen, was wir dafür brauchen. Hier, geschmiedetes Eisen, 200. Das ist eine Menge, ne. Das ist eine Menge. 10 Klebeband, das kriegen wir hin. Und wahrscheinlich HD-CNC-Automatics erforderlich. Wir sehen es schon. Also, das heißt, wir müssten hier dann mal gucken, war das hier oder in der anderen? Kriegen wir das hier überhaupt hin? HD-CNC-Automatik. 20, 20, 20. Okay, machen wir das jetzt mal. Ja? Wir haben zwar die 5er AK hier, aber die brauchen wir dann erstmal nicht mehr. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier, Can of Cola haben wir da. Hier für Auto und so weiter haben wir, glaube ich, nichts im Moment, ne? Parts, Mods, da ist noch ein bisschen Sand. Werkbank, können wir mal gucken, ob wir da noch was haben. Nein. Den einen können wir auf Seite tun, alles, was wir hier doppelt und dreifach haben. Die können wir jetzt auch wegmachen, den können wir wegmachen. Die lassen wir mal hier. Das kann zum Händler, das kann kaputt. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, ne? Weil da müssen wir gucken, wo wir das hinstopfen. Händler, was kriegen wir hier für? Händler. Händler. Händler, Lautsprecher benutzen wir sowieso nie. So, das hier, da kriegst du nichts für, das werfen wir jetzt weg. Die Samen können wir schon, das kannst du wegwerfen. Das ist eine Strahlungsentferner-Mod, die können wir dann vielleicht auf die Waffe packen. Ne? Motor und Batterie, wo packen wir die jetzt so lange hin? Ich würde sagen, zu den Parts, bis wir eine eigene Kiste dafür haben. So, das ist alles da drin, jawohl. Mods sind hier, die packen wir da rein. Genauso wie die Waffe, die packen wir jetzt mal dazu, solange bis wir da eine eigene Kiste haben. Die hier können wir eigentlich auch zerlegen, brauchen wir nicht. Und dann müssen wir gucken gehen, dass wir jede Menge Eisen finden, wa? Heute. Dass wir an die 200 Eisen kommen, ne? Das hier werde ich dann einfach nebenher aufräumen, ne? Wenn wir alle Kisten haben. So, hier muss Eisen rein, bitteschön. Dann können wir direkt mal Hälfte, Hälfte. So, hier rein, einbrennen. Wie viel können wir denn schon machen hier? 12, wow. Ja, weil wir kein Eisen haben, ne? So, weißt du Bescheid. Wir haben eh schon 17 Uhr, das heißt, so weit kommen wir nicht mehr. Hier ist alles leer. Jawohl. So, dann müssen wir mal gucken. Gehen wir hier runter, gehen wir hinten runter? Wir haben noch keine Türe hier, ne? Haben wir immer zugemacht. Die sind am Wachsen, das ist gut. Und Holz kannst du immer gebrauchen. Essen, Trinken ist alles voll. Ruckel, ruckel. Warte nur auf die Zombies, die hier kommen. Alter, du siehst gar nichts mehr. So viele Bäume haben wir gepflanzt. Nicht gut. Wenn sie groß sind, müssen die weg. Das mag ich überhaupt nicht. Wo haben wir denn hier Eisen? Haben wir hier zufälligerweise irgendwo Eisen? Ja, ganz gut. Weil wir müssen uns ja auch ein bisschen vorbereiten. Ne? Guck mal, wir haben 17 Uhr und Tag 12. Das heißt, gleich ist Tag 13, ja? Danach ist schon Tag 14. Das heißt, da kommt die nächste Horde. Das wird lustig werden. So, lass mal gucken, ob wir hier irgendwo Eisen sehen. Ich sehe nämlich jetzt keines. Das ist ein bisschen doof. Aber wir haben 121 Frames. Das geht. Damit können wir uns dann runterframen. Hier ist echt gar nichts, ne? Hier ist null. Nada, niente. Gleich kommt die Polente, oder wie man sagt, ne? Muss mal gucken. Ich glaube, das ist, weil es hier immer diese Knubbel gibt, wo alles drin ist, ne? Guck, zum Beispiel hier. Da ist jetzt natürlich Kohle, weißt du? Aber wir nehmen es mal trotzdem mit. Können wir ja mal gebrauchen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir, haben wir noch Punkte? Nein, haben wir nicht. Okay. Müssen wir mal gucken. Dann fangen wir jetzt erstmal ein bisschen mit Ressourcen an. Ich will nur ungern um Mitternacht oder so noch hier rumlaufen. Dann gucken wir mal, dass wir das irgendwie hinkriegen. So, Ölschiefer ist jetzt erstmal zweitrangig, weil wir haben ja noch gar kein Fahrzeug hier.
an Tag 12, 13. Die sind echt langsam, muss ich sagen. Ah, so ist der Ede halt. Ne? So. Kommen Sie her, kommen Sie ran. Wenn Sie genauso abgebaut wie nebenan. Yay. Es geht ja schon relativ schnell. Es geht relativ schnell, muss man sagen. 125 pro Schlag ist gut. So, und wir haben jetzt 345. Okay. Ich hätte vielleicht noch schlauerweise ein bisschen Kaffee oder so mitnehmen sollen, dass wir schneller Ausdauer kriegen. Aber nun ist es zu spät. So. Wir wissen jetzt, wir brauchen ganz viel Eisen, ne? Frage ist, wo kriegen wir das her? Wo kriegen wir das her? Ach, da ist er. Unser Super Trader. Der gefällt mir echt. Richtig gut. Und übrigens selbstverständlich wieder. Vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Kommentare unter der letzten Folge, ne? Richtig, richtig cool. Habe ich mich mega drüber gefreut. Und ja, es könnte eventuell 100 Folgen lang werden. Wer weiß. Je nachdem, was wir da oben bauen, ne? So, was hier drin? Hey, Pilzsamen. Sehr gut. Die können wir gut gebrauchen. Ich will nicht so weit weglaufen. Da hinten steht ein Kopf rum. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Eisen finden, aber das ist jetzt ein Ding der Unmöglichkeit. Da ist ein großer radioaktiver Hund. Den wollte ich in Ruhe lassen. Wir haben irgendwie Pech, ne? Wir haben gesagt, wir brauchen ganz viel Eisen und hier ist nichts. Einfach nur null. Ja. Quod erat demonstrandum, ne? Was zu beweisen war. Wie immer, Murphy's Law. Das, was du suchst und brauchst, findest du nicht. So, leer. Was ist das hier? Headlights Upgrade. Brighten up the map with this ultra cool light add-on. Add your minibike, motorbike, offroad truck, Gyrocopter. Haben wir alles nicht. Vielleicht später mal. Wer weiß. Die sind leer. Ah, hier wirklich nirgendwo Eisen? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nisch. Wir hatten noch irgendwo Eisen gefunden, oder? Hm. Alles nur kleine Felsen. Tatsache. Tatsache. Unglaublich. So, Ausdauer ja voll so gut wie. Wir flitzen noch ganz schön schnell, muss ich sagen. Hier ist Eisen, siehst du? Wusste ich doch, dass ich das irgendwo gesehen habe, aber damit werden wir keine 200, keine 200 Barren hinkriegen. Ich meine, die kriegen wir heute sowieso nicht hin, glaube ich. Aber wir geben unser Bestes. So, das haben wir. Ja, genau. Schlechtes Wetter. Natürlich. Dann möchte ich hier mal runterbuddeln, gucken, ob wir da noch mehr finden. Das heißt ja immer, da unten ist noch mehr von dem Zeug, ne? Schauen wir mal, ob dem so ist oder nicht. Es gibt ganz schön EP, muss ich sagen. Steinchen, Öl, Eisen. Wie viel haben wir davon? 270. Das ist nicht viel. Das wird nicht reichen. Aber okay. So. Wenn wir die nämlich haben, dann haben wir die Superschrotze. Ich liebe die. Bei der Pharma-Quest hier kriegt man auch eine am Ende. Ja, deswegen mach sie ruhig, ne, wenn du es auch zockst. So. Du hast nicht genug Ausdauer. Aber wieso das denn? Hm, jetzt müssen wir mal die komischen Steine hier wegmachen. Okay, ich hau drumherum, ja. Ich mach keine... runter. Dankeschön, sehr komisch, aber... Wie gesagt, ich habe keine Lust, 15.000 Punkte da wegzuhauen. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Ja, nee, ist klar. Was war das denn? Okay. Sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Was zum Teufel war das? Aber hier scheint nichts mehr zu sein. Das gefällt mir nicht. Da müssen wir irgendwo anders Eisen herkriegen. Frage ist wo. Zum Beispiel hier. Nehmen wir das mit. Wieso haben wir da so einen Schaden bekommen? Würde ich gerne mal wissen. Komisch. Aber Kohle haben wir jetzt auch noch ein bisschen. Das heißt, wir können hier durchaus schon mal was laufen lassen. Wird vielleicht noch ein Level-Up machen. Na?
So, dass wir eventuell noch ein bisschen ins die Produktion packen können. Also, dass wir schneller herstellen, einschmelzen und so. So, dass schneller rankommen, das wäre super. Das wäre so mein Ziel für heute, was ich auf jeden Fall erreichen möchte. Und alles andere ist dann Bonus. So, verdammte Ausdauer. Ach, guck mal da. Da drin. Bienchen. Bienchen. Was? Komm her, Kriecher. Stumpi. 1600 dafür. Okay. So, wie sieht's hier aus? Ist hier wieder wer? Anscheinend nicht. Perfekt. Doch, da oben. Auf einmal, weißt du? Auf einmal, ne? Bleib liegen. Aber das müsste unser Level-Up sein. Hoffe ich zumindest. So. Die ganze Zeit nichts, ne? Sobald du hier einen Zombie haust, zack, kommen sie alle von hinten. Er steht immer noch da. Dussel, komm runter. Eieiei. Ach, wie sagt man so schön? Nicht die hellste Kerze auf der Torte, ne? Aber muss er auch nicht mehr sein. Er ist ja ein bisschen zermatscht. Hier irgendwas? Nein. Gut, dann gehen wir hier raus. So, 20 Uhr. Oh, hallo Cowhead. Wo kommst du denn her? Alter. Okay, der hält viel aus. Wenn du nicht fett EP bringst, ne, dann bin ich sauer. Ich griff ihn anders. Alter, was ist denn das für ein Rucksack? Karotten. Bohnen. Okay. Okay. Nix gesagt. Hab nix gesagt. Dann kann der Baum noch hier weg. Dann kriegen wir das halt so noch gerade voll. Ein Holz und so brauchen wir ja auch immer. Krass, ey. Was spawnt der da einfach? So. Steine kriegen wir auch genug, wenn wir nach unten buddeln. Sehr gut. Und da ist 41. Nein, das sind Steine, ich wollte gerade sagen. Jetzt aber hier hoch. Wir müssen nach Hause. Ist natürlich immer sehr, sehr anstrengend, ne? Wenn wir hier hochlaufen müssen. Kein Fahrzeug, kein Aufzug, nix. Aber das ist es wert. Der Ausblick da oben ist traumhaft. Igitt! Geh weg! Pfui Deibel! Ihr habt mich vergiftet! Okay, wir sind tot. Komm schnell, schnell, schnell! Puh! Wo kommt die denn her? Pfui Deibel, ey! Igitt! Was ein Kackvieh! Hat uns wieder das Bein verstaucht, ey. Warum immer? Warum? Du dusseliges Vieh. Oh, wir sprinten trotzdem, weil wir sind gleich zu Hause. Mal gucken, wo hier oben, wo unten ist. Ja, komm her. Wilde Betty. Fahren wir mal gerade nach. Zack.
unglaublich, wie oft die hauen, ne? Unglaublich. Und wie lange das dauert, bis dieser Pissrevolver nachgeladen ist, ey. Der überhaupt nichts kann. So. Wunderbar. Feuer hier, können wir damit aufwerten? Können wir. Sehr gut. So, mache ich das jetzt mal hier gerade drumherum. Fühle ich mich besser, auch wenn der Rest nur Sperrholz ist. Wie ich immer sage. So, lass mal gucken hier. Tür, Holzkellertür, nein, gesicherte Holztür. Eisentür können wir leider noch nicht, brauchen wir auch noch nicht. Gib mir einfach so eine hier. Rips und Rips. Kriegen wir die hier so rein? Kriegen wir, perfekt. So, dann können wir hier nämlich noch gerade aufwerten. Zweimal. So. Und so. Sollte erstmal reichen für den Anfang. Nicht hier, sondern hier. Jetzt müssen wir gerade gucken. 2 Punkte beim Crafting hier war es, glaube ich, ne? 5 und 6. Jawohl, das heißt, wir tun jetzt schon 30% schneller craften. Die sind fertig. Pack mal rein. Pack mal rein. Wie viel können wir machen? 72. In 4 Minuten, das ist gut. Das ist sehr gut. Wir haben leider noch keinen Blasebalg, nix, ne? Mal gucken, was wir dafür brauchen. Können wir den vielleicht schon? Ja, das ist wieder das Doppel-A. Nein, können wir noch nicht. Schade. Schade. 5 haben wir gefunden. Jetzt hier, dann haben wir 9. Wir brauchen sowieso nur 20 für das CNC-Ding, ne? Mal alles hier rein. So, sonst noch irgendwas? Hier könnten wir nehmen. Da ist noch jede Menge Kohle, sehe ich. Mhm. Nice. So, hier der Boden. Gibt ja auch alles EP, ne? Ich meine, damit werden wir jetzt auf keinen Fall noch ein Level abkriegen. Aber egal. Machen wir das erstmal hier, weil hier in der Ecke fehlt das noch. So. Wird alles noch, ey. Aber den Vorteil, wir können dann nicht mehr die Blöcke hier versehentlich aufheben. Wie ich das immer so gerne mache. Das ist auch geil, hier der Schlafsack, der schön in der Tür liegt. Das müssen wir natürlich auch noch ändern. Aber okay. So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wie viel haben wir überhaupt noch? 1100. Das ist nicht mehr so viel, ne? Geht doch. Wie weit sind die hier? Dankeschön. Da muss der ganze Käse noch eingeschmolzen werden, ne? Das sollte ja dann auch klappen. Machen wir so lange einfach weiter. Haben wir die jetzt hier? 36. Dann können wir jetzt gleich gucken, dass wir, das wird lustig. Fenster hauen wir dann später wieder rein, ne? Hier unten ist alles, oder? Jo, hier ist alles aus Holz. Das heißt, hier könnten wir durchaus schon weitermachen und die restlichen Pflastersteine da machen. Dann machen wir hier jetzt erstmal 3 hoch überall das Holz, falls es uns nicht vorher ausgeht. Und dann machen wir das CNC-Ding. Und dann gucken wir mal, wie viele Eisenbahnen wir noch hinkriegen für die Superschrotze da. Bin gespannt. Weil die 200 Barren, die werden wir auf keinen Fall hinkriegen. Die werden wir auf keinen Fall hinkriegen. Ja. Ein bisschen Handwerkskunst muss sein. Da ist die Welt voll Sonnenschein, ne? Ah ne, das war was anderes. War ja mit Spaß und so, ne? Ja. Sehr gut, das heißt, das hier lassen wir jetzt erstmal so. So, ich hab
Lass mich nicht lügen, 36 hier. Das heißt, das hier machen wir jetzt erstmal dicht. Dass wir das los sind. So. Sehr gut. Das ist, dann lass mich hier den Boden machen. Am besten erstmal überall am Rand, dass wir da auf jeden Fall die Sachen hinstellen können. Jetzt kann ich, wie viele haben wir noch? 500, okay. Das ist eine Menge. Die haben wir alle so nebenher gesammelt. Kannst du dich noch dran erinnern? Krass. Vielleicht schon wieder ein halbes Level. Ey, das geht so schnell. Vielleicht schaffen wir doch noch ein Level. Wer weiß. So, machen wir mal die Treppe hier. Dann haben wir die auch schon mal aus Pflasterstein. So wie wir es immer gerne haben. Das hier. Gut, Tatsache, halbes Level jetzt. Krass. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Unsere Bergfestung. Unsere Bergfestung. Sehr schön. So, übrigens, es wurde jetzt schon ein paar Mal gefragt, welche Map das ist, ja? Das ist einfach eine Random-Gen-Map. Den Seed kann ich dir leider nicht mehr sagen. Es sei denn, geht das hier wie bei Minecraft nicht da. War das hier, wenn ich hier so slash Seed mache? Error, unknown command. Nein, geht nicht. Ja? Weil ich denke mir kein Seed aus à la, keine Ahnung, Blümchenwiese 378 oder so, ja. Sondern hau einfach einmal mit dem Kopf von links nach rechts über die Tastatur so. Ja. Dementsprechend sieht der Seed aus. Den habe ich nicht mehr im Kopf. Tut mir leid. Jo. Nur damit du Bescheid weißt, ja. Ich will hier niemanden ärgern oder so. Ist einfach diesem Umstand geschuldet, dass ich den nicht mehr weiß. Hey. Wir haben jetzt überhaupt noch 132, also ein bisschen geht noch. So, das hier erstmal auf Holz aufwerten. Unbedingt noch die anderen Sachen zum Aufwerten finden hier. Das dauert ja ewig, ey. Sogar noch offen, okay. Nicht weitergemacht. Müssen wir gucken dann. So. Rest kann dann jetzt hier hin. Das kann so bleiben, würde ich sagen. Hier können wir das mal voll machen. Da. Hier. So. Rein hier. Was? Warum darf ich da keinen rein tun? Haben wir keinen mehr oder was? Hä? Da geht's nicht? Warum? Interessant. Warum geht das da nicht? Hm. Wieso geht das nicht? Muss ich das verstehen? Tatsache, das geht echt nicht. Warum auch immer. Guck mal, hier geht's wieder. Ich hier jetzt Shape, eine Rampe nehme. Eine ganz normale Rampe hier. So, zum Beispiel. Darf die hier rein? Nein, da darf nichts rein. Warum auch immer. Keine Ahnung. So. Ja.
3 Stück können wir noch. Dann machen wir die jetzt einfach hier. Die IP sind wahnsinnig, die du hier kriegst, ey. So, und jetzt können wir gucken nach dem CNC-Ding. Haben wir mechanische Teile und Schraubenfedern. Dann lass mal gucken. Mechanische Teile 16. Haben wir wahrscheinlich zu wenig. Schraubenfedern. Ich glaube, wir brauchten 20, ne? 15 von 20. Okay, 36 von 20. 27 von 20. Karotten bringen 3 Nahrung. Wahnsinn. Trinken. Essen ist hier. Hier, Chicken Nuggets kann man essen. Und eine warme Suppe. Ja, auch nicht verkehrt. Tater Tots, was auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung. Ein Salat. Sehr gut. Ja, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als morgen früh nochmal runterzugehen und ein paar mechanische Teile zu holen. Außer, wir haben hier oben noch welche drin. Aber das glaube ich weniger. Siehste? Bücher hier, die können wir schon mal wegholen. So, das kann verkauft werden, das kann verkauft werden. Das ist die richtige Pistole, die kann man dann für die Hordennacht nehmen. Das kann verkauft werden. Die leeren Gläser können zum Trinken. Ja, ich würde sagen, ich mache das einfach mal gerade und wir sehen uns am Morgen früh wieder, wenn wir die mechanischen Teile suchen können, ja? Bis gleich. So, da sind wir wieder. Fresh and funky morgens. Kann man direkt noch ein bisschen Eisen nebenher sammeln. Ich habe nochmal 166 Barren angeschmissen. Also eventuell kriegen wir es doch noch hin. Eventuell kriegen wir es hin. Was ist das hier? Eisen, immer gut. Nehmen wir natürlich mit. So, was ich nicht mitgenommen habe, ist mal wieder zu trinken. Ich kenne mich ja, ich Idiot. Schlimm, der Kerl. Da kommt ja kaum was raus, ey. Da kommt echt kaum was raus. Ui, okay. Suchen wir lieber mal ein Auto zum Zerlegen oder Klimaanlagen. Guck mal hier. Wunderbar. Wusste ich natürlich, ne? Alles geplant. Kein Problem, da haben wir schon wieder einen Teil. Wir brauchten ja 20, 25 brauchen wir. Irgendwie so. So, und jetzt haben wir insgesamt 17. Ne, das war nicht ich. Das war nicht ich. So sauber tue ich das nicht machen. Ey, wer bist du denn hier? Ein Beckenbrecher-Bob. In einer Variante. Sehr gut. So, beim Passing Gas, da könnte doch auch was sein. Da könnten wir mal hier reingucken, ob wir da nicht vielleicht noch einen Rucksack finden. Machen wir hier dran? Nö. Schade. Ah ja, komm hier. 4 Stück da drin, okay. Nice. So. Bis der hier ist, müssten wir fertig sein damit, oder so gut wie. Gucken wir mal. War ja klar, ne? Das war ja klar. Einmal. Einmal. Und was tust du? 5000. Nee, danke. Das dauert zu lang. Gucken wir mal hier rein. Level Up haben wir gleich auch wieder. Oho. Sehr gut. Dann machen wir nochmal. Das kann man nicht auch komplett zerlegen. Und vielleicht finden wir hier irgendwo mechanische Teile. Niemand da. Das war der Vet. Mit den blöden Hunden. Da wollen wir jetzt nicht hin. Hey, schon wieder eine. So, wer steht hier oben? Ist immer hier oben. Immer. Da ist nichts drin. Obwohl, die hatten wir schon, ne? Wir haben das Auto stehen lassen vor ein paar Folgen, weil wir es nicht auseinandernehmen konnten, ne? Irgendwie so war das doch. Wenn ich mich recht entsinne. Die bringen auch schöne Teile. Elektrische, mechanische, was wir halt brauchen. So. Gucken wir mal. Auf jeden Fall ein bisschen Eisen. Das ist gut. Wir haben jetzt insgesamt 23, da kann man aber viel raus, du. Das gefällt mir. Die ist zerstört, jetzt können wir sie mitnehmen. Dann können wir noch ein bisschen Stahl.
Perfekt. Perfekt. So wie ich das gerne hätte. Können wir vielleicht hinten nochmal runter, unten im geheimen Bunker, die, den Herd und alles zerlegen. Und was daraus kommt. Vielleicht finden wir sogar noch einen Motor hier. Wäre auch gut. So, ich bin mal so frei und trink gerade einen Schluck. Das muss auch mal sein, wenn man den ganzen Tag ununterbrochen sabbelt. 6 Stück schon, nice. Also Autos scheinen gut zu sein für mechanische Teile. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Was sagst du hier? Du sagst, ich bringe auch mechanische Teile. Jetzt haben wir schon 34. Super. So. Unberührt? Unberührt? Warum ist die unberührt? Nice, der bringt's auch. Ha. Braucht man gar nicht mehr runtergehen, was? Braucht man gar nicht mehr runtergehen. Geht das schnell, du? Wenn man weiß, wie und wo. Sehr gut. Kling. Und wir haben 43. Das reicht auf jeden Fall. So viele haben wir gar nicht. Dann können wir jetzt nochmal gerade fix ein Level-Up machen. Und dann gehen wir den Berg hoch. Und können dort unsere Knarre bauen. Ja, ja, stimmt. Hier hinten war das, ne? Mit den ganzen Kötern da drin. Jo. Und hier drin waren die, ne? So, machen wir auf hier. Gucken wir, oder was hier drin ist. Hallo? Hinten steht wer? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe aber keinen Bock auf die ganzen Köter, ey. Wenn sie grün leuchten. Ach, hier war der gute Loot, ne? Genau, da oben war der gute Loot. Stimmt ja. Leider noch nicht wieder da. Da ist so ein brennender Fuzzi. Da hinten steht einer. Hier könnte man nachladen. 3 Schuss sind mir ein bisschen wenig. Mal gucken. Burning Phantasma. Na? Da kommt der nächste. Mal gucken, ob die hier rankommen. Oh, der spuckt. Das ist nicht gut. Wenn er spuckt, ist das nicht gut. Das gefällt mir nicht. Das tut weh. Es ist die Knarre kaputt. Alter, wir haben wieder ein Glück, ne? Spuck wen anders an. Die Hirnerschüttung haben wir auch. Junge! Heidewitzka, du. Hm. Was hat der da zerschossen? Der ganze Zaun umgefallen, oder was? Irgendwo hier was, ne? Oder da hinten ins Haus, oder was? Ich hab keine Ahnung. Ah, ne, hier. Der hat hier, glaube ich, die Dingens weggeschossen, ne? Den Strommast. Genau. Okay. Merken, Phantasma, aua. Leer, leer. Hallo, ihr. Oh, nein. Geh weg. Ich will nichts von dir. Ich hab keinen Bock auf Brain Herpes. Geh weg. Ach, die ist ja kaputt. Die ist ja kaputt. So. Haben wir Gott sei Dank dabei. Sehr gut. Da hinten läuft noch einer. Noch müssen wir den ganzen Berg wieder hoch. Hallo. Na, komm, steh auf. Von hinten kommt keiner. Dankeschön.
Und da haben wir Level Up, um es zu merken. Na doch, wir haben es gemerkt. Okay, jetzt aber schnell wieder hoch. Wir haben Durst und wir brauchen einen Painkiller wegen Gehirnerschütterung. Hier geht's einigermaßen hoch. Hier sollte man wieder hochkommen. Jujujujui, okay. Okidoki. Okidoki. Könnte man eigentlich direkt wieder hier reinpacken. Warte. Efficiency. Nein, da waren wir noch nicht. Hat die uns echt erwischt oder was? Oder ist das wegen der Dingens? Warum kann ich denn jetzt hier nicht im Crafting skillen? Ja. Warum ist das denn nur auf 4? Wegen, dann ist irgendwas kaputt gegangen oder es ist wegen der Gehirnerschütterung. Alle Attribute sind um 1 verringert. Okay, das ist es. Wir müssen nach Hause einen Painkiller nehmen. Alles Klärchen. Ich wollte gerade sagen, die hat uns doch nicht erwischt. Weil kein Bock auf Brain Herpes hier. Oh nein, radioaktiver Geier, der fehlt noch hier. Die wollen uns echt flachsen, ne? Die wollen uns flachsen. Was wollen die denn von uns? Lass uns mal in Ruhe hier, ey. Naja, wenn wir sterben, sterben wir vor der Haustür. Das ist ja auch schon mal was. Haben ihn da hinten kreisen sehen, ne? Ich hab's genau gesehen. Ich hab nur keinen Bock, dass er auf unsere Butze schießt. Weil da ist noch alles aus Pappe, wie man sieht. Guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Ich hab dich gesehen. Weg mit dir. Fieser Möpp. Lass uns in Ruhe. Hier rumkommen, so. Türe auf bitte. Türe zu. Erste Hilfe ist unten. Yep. Hier ist Erste Hilfe. Jawohl, hier 24 Stück haben wir. Kein Problem. Kein Problem. So, trinken. Haben wir auch ein bisschen. Nehmen wir mal hier reines Mineralwasser. Und ein Smoothie. Wollen wir eventuell hier brauchen. So. Super. Das heißt, jetzt müssten wir hier wieder verteilen können, ne? Genau. Hier. Crafting 6 von 10. 7 von 10. 8 von 10. Sehr gut. So. Wie viel sind hier drin? 207. Die sind fertig. Okay. Machen wir weg. Wie viele können wir noch machen? Gar keine. Wir haben kein Leben mehr hier drin. Dann mach mal so. Kannst du alles einbrennen. Ich hoffe, das geht schneller. Okay. Super. Das heißt, wir machen jetzt hier die CNC-Automatik. Die dauert nur ein paar Sekunden. Das gefällt mir. So muss das sein. Wir haben sogar genug. Guck mal, wir haben sogar genug Eisenbarren für die Knarre. Uahaha. So, und wenn wir die haben, braucht man eigentlich nur noch Schrotflintenmunition. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal für uns hier im Nahkampf ausgesorgt. So, die CNC-Schematik, die muss jetzt hier rein. Ich weiß nicht, wo da. Das sieht man kaum, das ist echt ein bisschen Käse gemacht. Ich hätte die vielleicht farblich gemacht, ja, so dass man das dann sieht. Aber gut, es ist, wie es ist. So, CNC-Automatik hier oben ist drin. Haben wir 23 von 45, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Verdammt, das ist doof. Das heißt, fehlt wieder. Wo war sie denn jetzt? Mossberg 500, hier. Okay, Schraubenfedern 10 von 20, Kunststoff müssten wir haben. Klebeband 10. Lass mal gucken. 8. Aber kannst hier die Hälfte nehmen. Kannst hier die Hälfte nehmen. So, dann machen wir mal gerade Klebeband. Klebeband. Upp, mach mal. Dann haben wir das. Hier können wir ein bisschen Plastik nehmen. Was war's noch? Was war's noch? Frag mal schnell. Schraubenfedern noch 10. Schade. Schade, schade, schade. So, wo sind die Schraubenfedern? Fehlen auch noch ein paar. Gut. Weißt du, was ich mache? Ich gehe jetzt einfach noch ein bisschen von den Sachen sammeln, baue das Ding dann und
In der nächsten Folge legen wir dann damit direkt los, würde ich sagen. Vielleicht sehen wir uns direkt zur Horde am besten. Weil so viel wird da nicht mehr passieren. Das wird ja lange dauern, bis ich das gesammelt habe. Und du kannst, wenn dir die Folge gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen. Ansonsten sage ich wie immer, ciao mit V.